Ein Frosch. Es begann mit der Idee, für einen Tag nach Nürnberg zu fahren. Doch wie es das Schicksal wollte, sollte es ein viel mystischerer Ort werden. Ein Ort, an dem Drachen in den Ruinen vergangener Zeiten hausen. Ein Ort mit alten Burgruinen. Ein Ort, an dem es beste fränkische Spezialitäten für wenig Münze gibt. Ein Ort, an dem der örtliche Supermarkt seit Bekanntwerden der Drachenschanze mehr Umsatz macht als globale Ölkonzerne. Die Rede ist von Emskirchen. Es geht ab, du Scheiße! Auf die Bocker! Zirkus gerade im Ort nebenan sein Unwesen trieb, beschlossen wir ihnen kurzerhand einen Besuch abzustatten und die Prügel rauszuschmeißen. Prügel raus! Hier, Quäler! Der altehrwürdige Ort, der 1156 erstmal urkundlich erwähnt wurde und an der Handelsstraße Nürnberg-Frankfurt liegt, besitzt einen mittelalterlich anmutenden Ortskern. Für Liebhaber alter Fachwerksarchitektur besonders interessant, doch auch für jedermann eine Besichtigung wert. Über all dem Ganzen thront der örtliche Supermarkt. Für Pilger des Drachenpfades der erste Halt, um sich für den mystischen Marsch ins naheliegende Umland zu stärken und eine Opfergabe zu besorgen. Da Jungfrauenopfer mittlerweile verboten sind, besorgten wir uns ein Rockstar Punch, um den Drachen zu gefallen und nicht geprügelt zu werden. Wir sind extra aus Kalster da, um die zu kaufen. Aha, das wäre aber dann ein Von der Erhöhung des Warenmarktes aus blickten wir ehrfürchtig auf die mittelfränkische Metropole. Am Horizont war unser Ziel bereits zu erahnen und scheinbar zum Greifen nah. Verdammt Nasslöcher! Doch bevor wir unseren ersten Schritt auf den Pilgerpfad setzten, begaben wir uns zu einem Geheimtipp in Sachen fränkischer Küche. Im Wirtshaus in der Flusshofer Straße sind Reisende, die für angemessenen Obolus nach deftiger Wegzehrung verlangen, gern gesehen. Fans von Krustenbraten und anderen deftigen Leckereien kommen hier auf ihre Kosten. Doch die saisonale Spezialität der Pfifferlingsgerichte und der blumige Terrassenplatz mit Blick auf die grüne bayerische Landidylle sollten uns letztendlich überzeugen, irgendwann für ein weiteres Mal diesen Ort aufzusuchen. Jedem, der in Emskirchen hungert, sei dieser wärmstens empfohlen. Nach deftigem Dinieren begaben wir uns auf den Pilgerweg. Schon Sekunden nach unserer Ankunft kreuzten Drachenjäger unseren Weg, denen wir mit der Magie des Drachenschreis die Prügel rausschmissen. Verdammten Arschlöcher! Der legendäre Pilgerpfad. Was wird uns hier ohne Pfandflasche? Am Anfang des Emskirchener Jakobsweges blickten wir noch einmal ehrfürchtig zurück auf die Flaggen des kommerziellen Königreiches. Auf unserem Wege überquerten wir die reißenden Ströme der mittleren Aurach. Der Name bedeutet so viel wie Bach an dem Auerochsen weiden. Eine Infotafel über die Nahrungskette des hier befindlichen aquatischen Lebensraumes und sein Getier fungiert als Bildung to go. Nach der gefährlichen Flussüberquerung informieren zerfallene Wegweiser den Weg zum Drachenhort. Mit meinen 155 Kilo habe ich kein Problem damit, auf dem Kirchen und zurückzulaufen, was etwa 10 Kilometer sind, schätzungsweise. Die Spuren von Vandalismus sind überall auf dem Pilgerweg anzutreffen. Das Ausmaß der Zerstörungswut ist unbeschreiblich. Dank unserem übermenschlichen Marschtempo
bestritten wir den 10 Kilometer langen Weg in nicht weniger als 1,6 Kilometern. Denn wie wir alle wissen, ist Magie Physik durch Wollen. Und da lag es vor uns, Altschauerberg. Doch bevor wir den Endspurt antreten konnten, lag noch eine letzte Hürde vor uns. Der Schauerberg mit seiner Burgruine. Für Interessierte hat der örtliche Heimatverein eine passend kalligrafierte Infotafel aufgestellt, die auf den historischen Hintergrund hinweist. Von der Turmburg, die vor etwa 800 Jahren hier erbaut wurde, ist heute leider nicht mehr viel übrig. Einzig ein Mauerrest und der tiefe Burggraben machen deutlich, wie groß die Burganlage gewesen sein muss. Leider trafen wir auch hier überall auf Spuren des Vandalismus. Auch von dem Tisch samt Bank am Ortseingang war leider nicht mehr viel übrig als ein steinernes Fundament. Triumphierend zogen die Hater scharenweise nach Altschauerberg. Und auch hier Spuren stümperhaft vertuschten Hasses und mit Edding manifestierter Propaganda. Es war ein heißer sonniger Tag und man hatte eher das Gefühl, in der Toskana als in Mittelfranken zu sein. Am Ortseingang parkten Reih an Reih Fanbusse jener, die hofften, einen Blick auf den Drachen erhaschen oder ein teures Stück Papier kaufen zu können. Und da waren wir. Altschauerberg. All die Mühen und der strapazenreiche Marsch sollten nun ein Ende haben. Mit Tränen in den Augen, Euphorie und Glücksgefühlen, den Gewaltmarsch überlebt zu haben, marschierten wir die letzten Meter auf dem Walk of Hate. Nachdem wir ein Poster für den Zehnfachen seines Wertes erworben haben und die Wildheit des Drachen mit einem Rockstar Punch besänftigten, gewährte dieser uns Audienz. Er zeigte uns seine hamsterradbetriebene Kamera. Ja, es ist nämlich auf die Nachbarn ja auch mal schlimm. Ja, die Nachbarn unten waren ganz nett. Die haben gemeint, wollte auch Poster kaufen oder was? Also, wir haben irgendwie gedacht, irgendwie sind die ja nicht mehr so begeistert, wenn Leute hierher kommen, die Nachbarn. Aber ja, du musst es noch etablieren wie bei Wacken, dass sich die Anwohner hier freuen, weil ein bisschen die Ortschaft belebter wird und dann die Leute hierher pilgern. Und Samstag geht's mittlerweile eigentlich. Hast du da von den Nachbarn geredet und die meinen, ja, da könnten Freitag, Samstag öfter mal Leute kommen? Oder? Das haben die irgendwann mitgekriegt, okay, dass ich halt mit dem Posterverkauf mache. Ja. Und im Normalfall, es gibt immer wieder Arschlöcher, haben wir immer dabei. Ja. Aber im Normalfall sind die Leute Freitag, Samstag anständig. Hm. Nicht alle, aber halt die meisten. Ja gut, ich meine, es gibt genug Idioten auf diesem Planeten. Heute zum Beispiel habe ich keine Idioten da, die sich die ganze Zeit dahinstellen. Und wie war es mit Chrissy? Und wie war das? Ja, okay. Und wie war das? Weil ich kriege nicht immer die gleiche Frage gestellt. Ja, das wunderbar am Tag. Das kann ich mir schon vorstellen, ja. Wir sind immer helle Fragen, weißt du? Das sind irgendwann die Hater-Fragen, weil es immer wieder die gleichen sind. Hast dein Auto schon angemeldet und so Zeug halt, was halt dann immer so kommt. Ja. Angemeldet. Wir wurden unten gleich in Emskirchen von der Polizei kontrolliert und die haben gemeint, ihr sollt nicht zum Rainer hochgehen. Aber gemeint, der verkauft doch heute ganz normal Poster, warum soll man da nicht hochgehen? Vielleicht die Personalien aufgenommen und so, also irgendwie. Aber du hast die Polizei mitgerufen oder so, ne? Und waren es wahrscheinlich. Aber es ist ganz gut, dass ihr das macht. Weil zum einen bezweifle ich, dass ihr dann irgendeine Scheiße anstellt. Das Problem ist, wenn jetzt irgendwelche anderen Leute Scheiße bauen, aber die haben halt unsere Namen, dann sind wir halt die. Ja, aber es gibt ja immer noch irgendwelche. Beim Tag gibt es immer noch irgendwelche Leute, weißt du, die aufpassen und das sehen. Vor allem bei uns im Dorf mittlerweile. Früher, wie hier überall die Pupsdinger so. Ja, das wurde uns schon auf dem Weg prophezeit, dass du eine Scherzkiste-Artikel hast und damit, bisschen Gaudi machst, quasi. Ja, ein bisschen Gaudi machst, genau. Ich weiß gar nicht, wo man sowas kaufen könnte. Ja, wahrscheinlich auf Amazon oder so. Hast du Bock auf einen Freestyle-Battle? Jetzt schmeißt er die Stinkpumpen raus. Nix mit Prügel heute. Oh Gott! Ah, ja. Man hat's Marsch, ne?
Stinken wie auch wirklich. Das ist gemeint. Oh, nicht schon wieder durch das Bild. Nee, komm, ich hab hier noch zwei stehen. Okay. Ich habe oben noch zwei stehen. Und ich habe immer noch meinen Kasten Gaszeitle da stehen, der auch noch halbe voll ist. Okay. Also, danke, aber ich trinke das trinke ich sowieso nicht. Verkaufst du einen Gaszeitle, da hätte ich Bock drauf. Nee, die Dinger sind geil. Das soll meine zukünftige Hater-Abwehrmethode werden. Hast du ich besorge mir einen Super Soaker oder irgend sowas, so eine Spitzpistole. Steinschleuder. Ja, was ist denn das? Das ist eine Stinkbombe, aber eine richtig hoch. Achso, ich habe gedacht, das wäre vielleicht irgendwie eine Streichholzschachtel, wenn du dann rausdrücken willst, kriegst du einen Elektroschock oder sowas. Nee. Das Klasse daran ist wirklich, wenn du hergehst, das ist eine Glasampulle. Ich muss ja irgendwie versuchen, die oben ein bisschen aufzumachen, irgendwie ein Loch nachher machen oder irgendwas. Und das dann rausmachen in einer Wasserpistole rein. Wenn du es mit Wasser verdünnst, ist da Buttersäure drin oder was? Oder? Nee, ich muss bloß auf den Boden schleudern, das stinkt drei Wochen lang. Ja, so wie damals auf dem Manowar-Konzert in Fürth. Ich weiß ja, du da mal was gehört hast, da hat jemand eine richtig schlimme Stinkbombe gezündet und da die Hälfte der Leute haben dann irgendwann die Halle verlassen, weil das echt nicht mehr zum Aushalten war in der Stadthalle in Fürth. Ja, und wenn ich dich damit treffe, wenn du hier irgendeine Scheiße baust, dann treffe dich mit dem Wasser. Du stinkst drei Wochen lang. Selbst wenn du es mit Wasser verdünnst, stinkst du drei Wochen lang. Ja, dann ist wahrscheinlich schon Buttersäure oder so. Ich bin mir nicht sicher, ob das in dem Fall mit den Tomaten funktioniert. Ich habe auch schon drüber nachgedacht. Aber ja, sowas in die Richtung wird es sein. Willst du euch einen aufs Maul? Hat irgendein Feuer zufälligerweise? Ja. Moment. Achso, ich habe jetzt schon gesagt. Der ist eine schwarze Farbe und das hier wird am Logo brutal sein. Oh! Im wahrsten Sinne des Wortes Sprache. Logisch. Boah, als ob ich ein falsches Zippo trinke. Kann ich dir helfen? Ich hab gesehen, was verkaufst du hier? Poster habe ich gesehen, ja? Kommst du hierher und weißt du, was ich hier verkaufe? Doch, weiß ich, Poster. Ja? Zeig mal. Oh, läuft jetzt eigentlich Powerwolf, das bin ich schon wieder relativ. Ja, das ist schade, dass jemand einmal macht, glaubst du. Aber ich glaube, ich habe die weggeworfen bei der Umzugsaktion, weil die sind halt wieder nicht echt gewesen. Die Dinger sind geil. Ich denke, heute werde ich nicht so viel verkaufen wie letzte Woche. Wie viel hast du letzte Woche verkauft? Nee, 25, aber 3 nochmal nachher für 15 Euro. Echt, da zahlen wirklich Leute 15 Euro dafür, wenn man sie sonst für 8,50 kaufen kann? Ja. Standen die im Stau oder was? Und waren deswegen nicht rechtzeitig da? Oder? Ich meine. Die sind dann rechtzeitig da gewesen. Nach 16 Uhr kosten die 15 Euro. Ja, ja. Und das ist halt der Preis, das hat auch seinen Grund, dass die um die Zeit zu kosten. Damit du ein bisschen quasi ein bisschen vorsorgst, dass die Leute nicht mehr ganz so spät kommen oder was? Ja, da. Du hast es erkannt. Ja. Nach diesen exklusiven Einblicken in das Businessleben des Drachen machten wir uns auf den Heimweg. Kurz vor Erreichen des Pilgerpfades kreuzte der Drache unseren Weg und floh aus unbekannten Gründen. Wir jedoch verließen erfüllten Herzens diese Dorfidylle und sagen Danke und auf Wiedersehen Emskirchen. Bye bye.